Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Heya, 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 hoa, 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 hoa. Tanz, meine Schöne, tanz, meine Schöne, tanz, 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 meine Schöne, meine Schöne, meine Schöne, meine Schöne. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm schon, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Du bist wirklich nicht übel. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viel. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen hat. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Was? Ich soll meine Hände bei mir behalten? Das macht nicht mal annähernd Spaß. Außerdem dachte ich, dass es dir auch gefallen wird. Ich küsse gerne. Aber nur einen auf einmal. Und bei euch sind zwei drin. Drinnen schon, doch nur einer kann dein Herz entflammen. Ich. Oh. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, sonst sträubt er sich ja immer gegens Tanzen. Und was wir jetzt antworten, eigentlich müssten wir sagen, dass es uns gefällt. Ich
Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es dann nicht? Na, raus damit. Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Blumen. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt dein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der unser neuer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Eieiei. Die Nacht ist jung. Komm, lass uns wild sein. So. Die spielen hier auch, so wie das aussieht. Ich will nicht nochmal Gwyn spielen. Das habe ich nie wirklich gemacht. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Mann. Lass dich nicht aufhalten. Ich bin fähig. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu, lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Chan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Evereck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer. Und wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln, aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Unsinn! Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller,
treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab, oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss mal. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Oh je. Das war nicht wirklich nett. Kümmere dich. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Lass gut sein, ich glaube dir. Amüsiere dich. Zeit wird. Gut. Ich will jetzt mal ein paar Mädchen mit ihm aufreißen hier. Lass mich da mal durch, du Schabracke. Hier mitten im Durchgang stehen, hier wollen die Leute durch. Toll, die macht doch keinen Platz. Keine Manieren. Keine Manieren. Das ist ein Typ. Kommen wir hier denn meine Frau? Da! Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer. Bring mir mein... So einen tollen Kerl hast du da, Jagd. Ah. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffel. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss?
hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Oha! Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. So, dann gehen wir mal angeln, was? Sieh her! Bin voll konzentriert. Einen Schuh haben wir. Hier muss doch noch der andere liegen. Da! Mal gucken, liegen hier noch mehr? Jawohl. Die finden wir alle. Guck, jetzt haben wir drei. Liegt hier noch einer? Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken. Um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Er ist schon komisch, ein bisschen. Siehst du?